I don't know. Ich speichere, glaube ich, nicht mal, dann versuche ich es nochmal. Ich muss immer wieder reingucken, wo die Safe Games waren. Search for Yukiko. Oh, let's go. Jetzt habe ich. Oh, Shibun Rondo auf mich ist blöd. Das kann mich gerade killen. Ja, 149. Das ist halt dumm. Ich habe bloß 180 HP oder so. Sobald ich ein bisschen angekratzt bin, sterbe ich einfach an dem Shivering Rondo. Oder ich bin immer noch zu schwach. Dann habe ich aber einiges verpasst an Zeiten, wo ich hier hätte in den Bereich rumlungern müssen. Das ist die andere Option. Dass es einfach ein Stat-Check ist. Das wäre aber richtig sackig, wenn es das ist. So, Bufa, let's go. Ist auch geil, dass wir die Leute so lange kaputt prügeln, bis sie zu sich kommen und sie ihre negative Seite anerkennen. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach zu schwach vom Damage her. Auch wenn es ein Boss ist. Mache ich hier fast keinen Damage. Ja, White Wall macht sie immer. Können wir attacken. Attacken. Können sie mal einen Skullcracker hier reinmachen? Fashion jetzt der. Den garden wir jetzt. Wir garden. Ich hab halt 44 gekriegt davon, ne? Keine AOE hier, so eine Möglichkeit, die SP vor dem Kampf auf Max zu stellen. Da müsste ich wieder komplett rausgehen und muss am nächsten Tag kommen. Und ich habe langsam das Problem, dass mir die Zeit wegläuft, sie zu retten. Und wenn ich sie nicht rette, ist mein Spiel auch gefailt. Und nein, ich habe keine AOE-Heals. Wenn ich das nicht wüsste. Soll vielleicht mal ihre Defense reduzieren für 3 Runden lieber damit. Oh shit, ich hab wieder den komischen. Ach fuck, ich hab nicht auf den anderen Persona gewechselt. You're in my way. Yosuke's in danger. He needs help. Muss mal die Persona wechseln auf Valkyrie, weil ich glaube, die hält mehr aus. Slight Restores Party HP, aber es hat nur Slight Restore Party HP. Und ich brauche die Skillpunkte eigentlich, also die Skillpunkte waren das Problem, um sie zu knocken. Um da die Attacks zu kriegen. Yosuke barely has any health! Let's do this! Kann sich dann wieder selbst heilen. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht mich one-shottet. Macht auf jeden Fall deutlich mehr Damage, wenn ich sie vorher die Defense reduziere. Die Buffs helfen schon richtig krass in dem Game. Anstatt 90 mache ich 130. Das ist schon nicht so wenig. Attack. Du heilst mal bitte wieder. Ich hoffe, dass wir mehr überleben. Und du attackst. Inzwischen kann ich den Summer nicht mehr sehen. Aber dankeschön. Und dem komischen Prinz. Post Defense. Aber der ist, glaube ich, immer noch Defense reduziert. Ja, attacken wir noch. Ja, es ist nur noch 60. Let's do this. Makajam! Das heißt, die Person kann ich nicht benutzen. Defense reverted. Defense reverted heißt, sie hat ihre Defense wieder. Okay.
Dann könnte ich meine Defense, aber das sind halt 12 SP. Über Defense Down geht. Das ist interessant. Das ist interessant, warum geht den Defense Down, aber die anderen Statuseffekte gehen nicht. Das finde ich ein bisschen weird. Liebe Dutch. Victory with 4. Ice Resistance with Children Rondo. Es hängt mit Children Rondo an, wenn sie gesummoned hat. Das ist was basically, wie meine Leute one-shottet. Was ich ein bisschen krass finde. Wodurch ich ja nie dazu komme, dass ich sie irgendwie angreifen könnte mit. Und Double Fangs. Oh, da ist wenigstens gemisst. Jetzt kann ich es aber nochmal knockdownen. Kriege ich einen One More. She has recovered. Okay, jetzt escaped er wieder, weil ich sie genug geschlagen habe. So, damit habe ich es rausgefunden, aber jetzt wird es halt schwierig. Naja, sie sammeln jetzt und es geht nicht, das weiß ich schon. Ich kann nochmal Bofun. Hat sie gerade noch den Defense Down? Das wäre mega gut. Könnte, glaube ich, sogar sein. Dass immer noch ein Defense Down ist. Jo, ist sie noch. Das ist natürlich ziemlich geil. Ah, sie hat aber nicht mehr genug Skillpunkte dafür. Genau 3. Ach, scheiße. Will ich aber in dem Fall trotzdem mal den dicken Skulltracker benutzen. Der hat 95, Mann. Looks like I, you're no prick. Defense reverted, Terror Voice. Terror Voice macht sie immer auf ihn, auf irgendeinem Grund. Yosuke's scared. Und jetzt habe ich hier aber auch nicht mehr genug Punkte für Dingens. Aber da ich weiß, dass sie jetzt gern mal mich one-shottet, nehme ich mal Medizin. Damit ich hier ein bisschen weitermachen kann. Ah, Mist. Jetzt sieht die Defense wieder ab, ja. White Wall ist ziemlich egal, ich habe die Skillpunkte für eh nicht mehr. It's cornered. You're nearly there. Gar keine Skillpunkte mehr. Und ich treffe auch nicht, ne? Herzlichen Dank. Er ist eine Paralyze with 4. Ja genau, macht nämlich Double Fangs auf mich, wie er die One-Shot nicht gern mal. Ich will mich wieder heilen müssen. Nein, nicht sie! Oh, wer will denn sie heilen? Ach, fuck. Wahrscheinlich jetzt One-Shot, weil ich sie geheilt habe. Ja, nein. Die macht's auf Yosuke, okay. Der misst, das misst sogar, sehr gut. So, wir müssen mich nochmal bitte heilen, bevor sie mich one-shottet. Ja, ich weiß, dass es kein echter One-Shot ist, aber trotzdem. Oh Gott. Burn to Ashes ohne Vorankündigung. Ja, RIP. Die müssen in One More gehen. Ja, sie kriegt ein One More und macht ihre Ice Resistance. Okay, Ice Resistance ist so das Entspannteste, was sie tun kann für mich aktuell. Jetzt habe ich halt nichts mehr. Das Briefly Raises Entire Party Defense. Eine Defense von allen abmachen. Yosuke scared! Au, jeez, that hurt! Komm schon. Ja, auf ihn ist Children Rondo auf jeden Fall super. Vor allem, wenn es misst. Yosuke scared! Komm schon. Yosuke barely has any health. Komm schon. Stirb, du Scheißvieh. Finally. Oh Gott, was ein Fight, ey. We fucking did it, ey. Boah. Amazing, Sensei. What the hell? Alter Schwede. Aber die hat jetzt zweimal ihren komischen Rondo-Attacke, was irgendwie 150 Damage macht, halt auf die Nebencharaktere gemacht.
Waren auch nur 3 Stunden in dem scheiß Dungeon, ja, so ungefähr fühlt sich's an. Yukiko, are you hurt? No, I'm not. We understand. You're not the only one nicht like im Dungeon. Ach, im Fight. Moment, 3 Stunden waren sie im Fight, ja. Ich habe erst 14 Mal angefangen und ich habe nicht die ganze Zeit den Fight gemacht. Aber bestimmt 1 Stunde Fight war es, ja. Das werde ich auch zusammenschneiden. Für YouTube werde ich das wegschneiden, meine Zwischenversuche, und einfach nur ein In Eternity Later dazwischen machen oder so. Everyone has something they can't show to other people or don't want to admit to themselves. Yukiko, I'm sorry. I was so self-centered that I never understood what you were going through. Ja. I'm your friend. And I still... I'm so sorry. Chie. I was always jealous of you, Yukiko. You had everything that I didn't. That jealousy was like a wall and I was so lonely. I wanted you to need me. But it was me who needed you. I can't do anything right on my own. I've caused so much trouble for Yosuke and the others. If you weren't by my side, I wouldn't know what to do. Chie. Was ich mich gerade frage, ob bei der Spielmechanik die Social Links eigentlich wieder runtergehen, wenn ich die einmal erreicht habe. Ich habe jetzt Social Links Stufe 3 für die Stärke. Und wenn ich jetzt einem anderen Club beitrete und nicht mehr zum Basketball gehe, wäre dann die Frage, ob dann die Social Links wieder runtergehen. I never saw the real you either. I was too busy trying to find an easy way out. I want to run away. I want someone to save me. You're right. Those feelings are part of me too. I understand now. You're me. The strength of heart required to face oneself has been made manifest. Ah, was kriegt sie? Oh, hübsch. Die hat ja eine hübsche Persona. Holy shit. Bisschen rosa, aber ansonsten sehr hübsch. Yukiko has faced her other self. She obtained the facet to overcome life hardship, the persona Konohana Sakuya. Yukiko! Are you okay? Nö, aber es ist ein bisschen sehr rosa. Ich fand auch die rosa nicht schlimm. Das war... Rosa ist nicht schlimm, pink ist die Hölle. Aber rosa ist nice. Also sie hat ja auch sehr viel rosa gerade an. Das ist, ich verstehe schon, woher es kommt. Yes, I'm just a little tired. You all came to rescue me. Yep. Of course. Thank you. Don't even mention it. I'm just so glad you're safe. Right on. So, who threw you in here? Stimmt, das wäre wichtig zu wissen. Huh? Who are you? Rather, what are you? Moment, hat er auch einen bösen Zwilling, der Leute in die Welt wirft? Weil alle, die in der Welt sind, haben sonst einen bösen Zwilling. Der Teddy könnte einen bösen Zwilling haben, der Leute in die Welt wirft. Oder reinholt. So who threw you in? Sie sagt bestimmt gleich, du warst's. I don't know. Oh, oder das. I think someone called my name. Nee, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, ich habe keine Ahnung von der Story, von daher nix Spoiler. But my memory is a blur. I can't remember who it was. I'm sorry. Teddy. No new clues. Nope. Leider nicht. Not necessarily. Now we know for sure that someone threw Yukiko-san in here. Ja, ihr habt halt ihren Namen gerufen, ne? Hmm. Then it really isn't you guys. Wow. Oder er hat keinen bösen Zwilling, sondern ist es selber. Cursed Justice suspect us. Are you satisfied? Justice suspect us? No. Absolutely not. You little... You're one lying sack of honey. Anyways, let's hurry back home. Yukiko looks exhausted. Thanks again, Teddy. Ich hab das Gefühl, ich muss mehr meine Leute leveln. Wait, you're leaving me here? Also, muss häufiger hier in die Welt gehen, wenn ich kann. Leaving you? What are you talking about? You live here.
Well, yeah, but... I'm sorry, Teddy. I promise to come again. Aww. So be a good boy and wait here until then. Aww. Aww. My, it's getting crowded here. Why don't you and I go somewhere else? Die Sau! Ja, das ist einsam, ruft deswegen ihren Namen, könnte natürlich sein. Come on, pretty please. Die Sau, Alter. Ah, you're giving me the creeps. That's it, you're stuck here for the rest of your life. Oh, wow. Yukiko, are you all right? You're not hurt anywhere, are you? No, I'm just a little tired. How did you get in there? Do you remember anything? Do you remember anything? I'm sorry, but I don't remember anything. Nichts, gar nichts. Well, no worries. You're safe, and that's more than enough. Hmm. But there's no mistake that Yukiko-san was, attacked the same way as the last two victims. Yep. And I think the one we saw on the Midnight Channel wasn't the real Yukiko-san, but her shadow. Maybe the things Yukiko-san was suppressing in this world took form in the TV. Sehr wahrscheinlich, ja. Nur warum kann der Schatten, vielleicht holt der Schatten auch die entsprechende echte Ich hinein. Aber warum fängt das jetzt erst an? You know, Teddy was saying something like that. It's no use. I'm just going round and round in circles. What kind of person could be doing this? Ein Schatten. Jetzt give it some thought. You should take some time to consider the situation. Wait, can't we talk more about this some other time? Yukiko really needs to get some rest. I'll take her home. Okay. Oh, that's right. Sorry. Yukiko-san must be exhausted. That's cool. We'll talk about all this some more once she gets her strength back. Übrigens finde ich die 3D-Charaktere deutlich jünger gestaltet als die Zeichnungen. Also wenn man zum Beispiel Yosuke vergleicht, finde ich, der sieht im 3D-Model aus wie, keine Ahnung, 10. Und hier rechts sieht er schon eher aus wie 15, 16, das kommt schon besser hin. Zu dem, wie, was sie, wie alt sie, glaube ich, sein sollen. Chie hat verstörende Augen, hat Chie verstörende Augen? You were able to rescue Yukiko safely. But this case mystery have deepened even further. For now you should wait for Yukiko to recover. Ihr 2D-Model sieht creepy aus. Diese Zeichnung findest du, oder Animation, finde ich gar nicht so. Oh, Moment. Achso, das ist der Vater. Hello. Mit der will ich nicht allein im Zimmer sein. Ich fand sie jetzt nicht so schlimm. Findest du es bei ihr auch bei Nanako? Hi there. Oder bei ihm? Bei ihm finde ich es... Ja, okay, der hat relativ kleine Regenbogenhaut für einen Anime-Charakter. We got off work at the same time, so I'm giving him a ride back to his place. I thought we might as well swing by. Ich habe eher den Verdacht, dass das hier der Assistenzdetektiv ist, der neben Dojima steht. Weil der sieht wirklich ein bisschen weird, dass der irgendwas mit zu tun hat. Nice to meet you. Yeah, der I'm Adachi, the guy who's been your dad's slave since spring. I can still work you harder, you know. A good one, sir. Oh, I almost forgot. You're friends with Yukiko Amagi, right? No. They found her safe and sound. Tell all your friends at school. Ja, das waren wir, du Vollaffe. We owe you a lot, we all know already. Huh? Really? Yep. Is this yesterday's news? But this doesn't mean the case is closed, though. Bangla. We were just questioning Miss Amagi, but she says she doesn't remember anything that happened while she was missing. Slave, das kenne ich, bin so ziemlich das Mädchen für alles auf Arbeit. Wow. And we can't figure out her whereabouts during the missing period either. It's like she really disappeared. Ja, wir wissen, wo sie ist, aber das würdet ihr uns nicht glauben, was ich erzähle. Das hilft also nichts. It's all pretty fishy, if you ask me.
Like there's something else going on. Ow! Wow. Stop blabbering, dumbass. Stimmt, er darf halt nichts erzählen. Sorry. Ignore him. He's just spouting some wild fantasy. So nach dem Motto, wenn... Nach dem Motto, wenn du das machst, passt es wenigstens. Geil. Die neue Motte, die passt. Finde ich gut. Xan, die Motte. Some wild fantasy. I forget it then. Yukiko isn't involved. Are you doubting Yukiko? Don't worry. The police aren't common hayseeds who believe everything they hear. He's just muttering to himself. Don't take it seriously. I'm hungry. Ja, was bestellen wir heute? Genau, wir bestellen doch mal Essen hier. You're right. My stomach's growling too. So you do have a softer side around Nanako-chan, sir. Shut up and sit down. And wash those hands first. Hab ich jetzt mein eigenes Grab gebabbelt? Ja, du bist jetzt Xan, die Motte. Bei dir passt's. I should do the same. Oh, erstmal zu viert. Dinner promise to be lively for once. Woo! Lively dinner. Was gibt's denn zu essen? Yes, I would like to save my progress thus far. Ich bin ein bisschen irritiert, dass er mich jetzt fragt. Lamp, Lamp. Wow, Xan. Ich bin ein bisschen irritiert, dass er mich jetzt fragt, ob ich meinen Spielstand speichern will. Das wirkt so ein bisschen wie, hey, guck mal, das Tutorial ist vorbei, jetzt geht's richtig los. Also, tatsächlich wirkt das so. Rain doesn't seem to be letting up this morning. Wir haben aber Dienstag, wa? Nee, Mittwoch. Was? Yo! Ja, Kapitelende zwischen. Könnte auch ein Kapitelende sein, ja. Gibt es in vielen JRPGs. Oh. Hey, hey, Yukiko told me that she'll be able to come to school again in 2 days. Oh man, I'm glad I'm so happy. Okay, das heißt Donnerstag. Nee, Freitag. Die kommt Freitag nochmal zur Schule zurück? Wow. It's thanks to you, Chie. You can thank me for that. It's thanks to you, Chie. Come on, you know it's because all three of us did our best. Actually, more like the three of us and one animal thingy. Diese Augen? Ich finde die Augen gar nicht so schlimm. Diese Argen. Algen, Algen, Algen! Alge, 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 Alge! Ja, ich weiß nicht, ob du das Meme kennst. Ich finde die Augen nicht schlimm. Was ist denn an den Augen schlimm? Sie ist halt nur aufgerissen, weil sie sich erschreckt oder weil sie sich Sorgen macht. Google mal Alge, Alge, Alge. Wirst du finden. Glas wendet, you are waiting for Yukiko to recover. Okay, ich kann das jetzt heute. Moment, Tuesday, on Tuesday nicht. Boah. On Tuesday nicht. Übrigens, das ist das Schlimmste an dem Spiel. Der rechte Stick ist zum nach links und rechts drehen der Kamera, aber invertiert. Wenn ich nach links drücke, dreht sich nach rechts. Ich drücke nach links. Wenn ich nach rechts drücke, dreht sich nach links. Das ist so gegen jede Intuition. Und so einen Tag und 19 Tage pro Woche verfolgen und stalken. Oh. Spring, it's spring, isn't it? My first thought was, this is horrible. I'm stuck with King Moron as my homeroom teacher, but now... My spring, it isn't over just yet. So, can I ask you to do something for me? Listen to his request. Alright, well, what I want you to do is, do you know that girl from our class who always goes up to the roof? I want you to go see what she's up to. No, that's not what I meant. What? I just wonder what she does up there, that's all. I'm just asking you about it. Okay. Thank you, I owe you one. Set the quest to the girl on the rooftop. Deinen Müll durchsuchen, dein Bett benutzen, wenn du nicht da bist. Wow. Once Golden Week is over, midterms will be coming up soon. No, no, I'm willing myself to not think about it. I'm going to enjoy my days off. Be more serious. I'll be fine, I don't need to study. Although it's true that getting good grades makes you more popular. So, was haben wir denn heute an dem heutigen Tag gemacht? Cultural Club went straight home, Cultural Club ate at Aya. Study at Library, Cultural Club.
Weiß gar nicht, ist heute noch was anderes? Oh, it's the transition. Oh, well, are you used to things here yet? It might not be all that different from the city, but is there anything you don't understand? I could explain the school to you if you need me to. Is that okay? Please tell me. No, I don't need help. Oh, it's the Essence Moscow then. Okay, that's good. Und deine Essensreste essen in der Zahnbürste verwenden? Und wo ist da das Problem? Oh, wo ist denn da hinten? Ist es doch die beiden... Hey. Achso, es regnet, deswegen ist kein Sport. It's raining, so there's no practice. Some other team is hogging the gym right now. Stimmt, it's times like these where I see how weak a team we really are. There's nothing to do when it rains. Even the menu at Aya changes. I can't eat that crap. Oh, wenn es regnet, gibt es dort anderes. Oh, okay. Good to know. Und im Schlaf fotografieren. Stimmt mich auch nicht. Wollen Sie mich im Schlaf fotografieren? The art is in session, maybe you should don't bother them. Biology classroom, da ist niemand drin. Seems like it going downhill these days, bla 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 bla, du laberst unwichtiges Zeug. Ja, also gehe ich mit Menschen auch im echten Leben um, bla bla bla, du laberst unwichtiges Zeug, ich bin weg. Er will sich auch den Staatsländer freiwillig runterladen? Nee, das nicht. Like the meeting room is used by the drama club. Do you want to join the drama club? Get a tour first. Azugami High Drama Club. You watch the students practice. Alright, everyone. Vocal exercises. Repeat after me. Ooh. The lips, these, the tip of the tongue. Vielleicht soll ich doch den Drama Club gehen. Da gibt's Mädels. Gab's nicht noch einen anderen Club? Es gab zwei Clubs. Ups. This is science, if you miss voices, maybe it's better to not go inside. Mysterious voices in the science club. The home EC room, it smells good. Achso, das war hier Hauswirtschaft. Sewing club, rhythmic sound of the sewing machines. Gab's nicht zwei? Music preparation room, the rooms. Achso, genau, die Band gab's noch. Typischer Highschool, was? Wenn ein typischer Highschool-Gesang in einem Club so nicht geht, da sind fast nur Mädels drin. Ja! Oh, ist das Problem. Problem ist ein bisschen, dass ich dann zu wenig Zeit habe. Kann nicht regelmäßig kommen. Und im Club gehen kann ich auch nicht regelmäßig. Ich gehe erstmal auf Toilette. Wonder what kind of food is in the fridge back home. Das sagt doch. Kann ich trotzdem die TV-Welt erkunden und einfach einen Random Dungeon machen, der keinen Zweck erfüllt, um mich zu leveln und so? Das wäre interessant zu wissen. Leave School, yes. Central Shopping District, June's Department Store. Wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich dann trotzdem in den Dungeon gehen? Gather everyone at the food court. Das kann ich anscheinend. Interessant. Ich will mal kurz wissen, was beim Shopping District abgeht. Alternative wäre, ich gehe ein bisschen shoppen. Ein bisschen hier worken. Oh, guck mal. You know about the Midnight Channel? When it rains in the middle of the night, look into the unplugged television and wonder of wonders, you will see your soulmate in the screen. I don't know if it's true or not, but there seems to be a lot of people who believe it. Maybe I should try it myself. Hast du nicht gesagt, ihr habt ein Nebenschau-Ding gezogen? New book has arrived. The Lovely Man, price 1,000 yuan. The Famous Man's Seal is now in stock. Should I buy it? Ich hab 13.000. Expert Study Method. Show info. Finish reading to help increase knowledge gained when studying. The Basic Fishing Guide. Finish reading to be able to fish more. Reading it may raise your courage. Yes. So. Kann ich jetzt hier im Rabbit Room was machen? Check on Dwellers. Listen to Mary's request. Huh?
Surprised, I didn't think you were interested. Look, I'm sure you already know, but I want you to take me somewhere. It's small, it's dark, the nose never says anything. It's stuffy in here. I'm really not supposed to leave the room, but Margaret said it'd be okay if I went with you. Well, never mind. So, will you take me somewhere? Mary is intent on going out. If you become closer to her, maybe she could tell you something. Sure. Really? Don't you think you're giving in too easily? I'll have you twisted around my finger if you keep this up. Oh, glaube ich nicht. Twist around my finger. That's the saying, right? I've been studying. Let's go. Okay, sie scheint komplett außerhalb der Welt zu sein und ich finde es sehr merkwürdig, was sie um den Hals hat. Decide to take Mary outside the Velvet Room. Frage, gehen wir jetzt automatisch irgendwo hin? Ah, wir gehen automatisch irgendwo hin. Shopping, jetzt regnet es auch nicht mehr, interessant. Shopping District in front of Suicide Deck Gakuka. You took Mary out for a stroll in the Shopping District. I can finally breathe now. It's stuffy in that car. You know, I feel weird. It's like nostalgic for the smell and all. Because it's the countryside. Nostalgic. But it's the countryside. Really? Is that why? The countryside causes me to feel nostalgic, hmm? There's a lot of stuff that I've never noticed before. Ein Joker-Halsband? Ja, aber mit noch dem Schloss vorne dran und so. A steak skewer. Oh, will you steak essen? Hey. I want one of those skewer things. Oh, hello, that'll be 320 yen, please. It's difficult to say. 300 twin? Bleh, that's so hard to say. You can't eat without money. Want me to pay for it? You can come back later. You're kidding me, right? Want me to pay for it? Huh? You have money? That's awesome. You're awesome. Mary looks surprised. What's up? Getting your steak on, huh? She's cute. What? What's going on here? Who's this? She's an acquaintance? She's a friend? She's my little sister. It's what an acquaintance. Acquaintance. What? Oh. Didn't see. Bekannte. She's a friend. Friend? I guess. I don't know. Ah, I see. A friend, you say, huh? Oh yeah, I'm Yosuke Hanamura. I'm his friend. His partner, you know. Partner? You mean like a close friend? That about sums it up. What's your name? Oh? Mary. Mary-chan, is it? You want a steak skewer? Alright, this one's on me. Oh, bezahlt er halt. Oh, okay. You mean you buy it for me? Is it okay? There's no reason to decline. You should reserve yourself. That's great. There's no reason to decline. Hey, don't worry. I got a little extra in my last paycheck. 3 steak skewers. 1 for each of us. Oh my, business is booming. Just a moment, please. Du findest es nice. Ich finde halt das Schloss da dran irritiert mich. Ansonsten finde ich es auch ganz hübsch. Wobei ich ihren Stil generell mag, der gezeichnet ist. It sticks with Yosuke and Mary. Phew, is that a belly full or what? This place always has huge portions. So Mary-chan, what do you think of the locust speciality? It's really weird. It's tough, hard to bite into, and it got cold while I was still eating it. It was delicious. Genau, bei dieser Aufzählung will ich auch mal daran denken. Es war absolut lecker. That's good. Didn't sound like you liked it at the beginning there. But all's well that ends well. Hey. Why is it called steak anyway? Is it short for something? Short for beef steak? It's short for steak out steak. A steak is a meat generally sliced across multiple strips and punching, including its normal ground. Cooking, dining, cultural significance, protest types, beef steak, fish steak, lamb steak, pork steak, chicken steak, vegetarian alternatives. Hmm.
It's short for steak, finde ich ja nice. Keine Ahnung, woher der Begriff herkommen soll. This article is about different type of steak. For beef steak, see beef steak. Aber das scheint dann von beef steak zu kommen, wenn sie es hier schon verlinken. For fish steak, see fish steak. For other uses, see steak. This is ambiguous. Würde ich mal behaupten. Also, ich kenne Steak auch tatsächlich nur als Begriff für Rind. Beefsteak ist halt ein Steak aus Beef, also Rind. Ja, Steak wird, wenn ich ein Steak bestelle, denke ich immer an ein Rindersteak. Also Beefsteak. Wobei Beefsteak, wenn du es in Deutschland bestellst, was ganz anderes ist. Oder in Sachsen bestellst, was ganz anderes ist, als das, was man hier sieht. Ja, also wenn ich an Schwein denke, denke ich nicht an Steak. Wenn mir jemand sagt, ich habe dir ein Steak mitgebracht und haut mir Schwein hin, dann Büffelsteak. Büffelsteak ist auch im weitesten Sinne Rind für mich. Also ich würde sagen, Büffel gehören zur Familie der Rinder, oder? Steakhouses, Protest, Cultural Significance. Schweinenackensteak. Schweinenackensteak ist halt nicht das, woran ich denke, wenn ich an Steak denke. Aber ja, es gibt's natürlich auch. Jetzt aber die wichtige Frage. Alter, Melone gegrillt ist aber jetzt kein Steak. Leute. Short for Beefsteak, Steak out. Ups. Nee. Putensteak kenne ich auch. Wir nehmen das Lustige. It's short for Steak. Steak? Ich grill auch meine Wasserflasche. That's stupid. Might as well just call it egg. That's what I'm gonna do. That isn't much better. And you don't tell a lie. She's believing it. You eat this every day? No fair. I should have come earlier. Seems Mary has taken a liking to steak skewers. You made small talk with Yosuke and Mary. Whoa! Crap, I left my key back in my locker at work. I've gotta go back to June. See you later, Ben. You too, Mary-chan. Your partner is a funny person. That he is. He's just my friend. That he is. Hmm. But he bought me meat. That makes him a good person. That is fact. Genau, denn jeder, der mir Essen kauft, ist ein guter Mensch. Hey, let's go somewhere else. Somewhere with a nice view. Find's ihre Haare ein bisschen kurz. Ich find's passt zu ihr. The hill overlooking town. Übrigens ist gerade eben auch noch Regen, ne? After several times in which you lost Mary, the moment you took your eyes off her, you managed to bring her here. Ich finde, es passt zu ihr. Die 5 cm machen für mich keinen großen Unterschied. Es passt zu ihrem edgy Punker-Look mit Mütze in den kurzen Haaren. Oh. It's really green here. Green and some brown and darker green. Leaves of green fly away. Farewell to you, clouds of the sky. I fly as well, lost as a day. Farewell to you, moon of the night. Mary is murmuring something to herself. Whatever it is, it rhymes. I said no. No, I wasn't making up a poem. It's just some word that I was thinking. That's all, yeah. Es ist rot geworden. Shut up, hate you, you stupid jerk. Don't snoop on me. Wow, Mary is blushing. Oh, ich dich cute. In die Sprites für die Bäume hin einfach reingekopiert, die JPEGs, die sind auf jeden Fall keine gute Qualität. Xan, das Spiel ist alt und es kommt aus Japan und es ging nicht um die Grafik, wo das rauskam. Das ist irgendwie 2012 rausgekommen und selbst für damals, ich glaube 2012 sah es schon alt aus. It's pretty big. I don't know why, but I feel good about this place. It reminds me of something. Are there any other places we can go? I want to see more. I show you around. You should go home now. Are you asking me to take you? I show you around. Please do. I notice a lot of things when I'm with you. It's pretty fun.
You sense that Mary expects something of you. You feel that you understand Mary a bit more now. Social Link! Was hat sie denn für einen Social Link? Thou art I, and I am thou. Thou hast established a new bond that brings thee closer to the truth. Thou shalt be blessed when creating personas of the Aeon Arcana. You have established the Merry Social Link of the Aeon Arcana. You may earn an XP bonus when fusing persons of the Aeon Arcana. Alright, next red tuna. Was? Nee, aber die Bäume sehen so anders aus als der Rest, als ob die tatsächlich JPEGs wären. Statt animiert. Die sind auf jeden Fall zweidimensional. Die sind zweidimensionale Sprites, auf jeden Fall. Ja, das sind keine dreidimensionalen Bäume. Das ist korrekt. Genauso wie die Blumen auch zweidimensionale Sprites sind. Und Sprites sind, glaube ich, immer zweidimensional. Denke ich. Alright, where to now? Das ist eine gute Frage. See ya. You should show Mary around, then escort her back to the velvet room. Evening. Welcome home. Welcome home. So, jetzt können wir aber lesen. Jetzt können wir zu Hause lesen. Wir können lesen. Let's read. Gibt's was zu essen? Nothing catches your eye. Och, hier gibt's nicht mehr was zu essen. Das zack doch. Aber, oh, you remember that you have a book that you haven't finished yet. Perhaps you should sit on the sofa and read. Alternative ist, wir können den Midnight Channel gucken. No one is on the screen. Okay, dann reden. So far, read. You have a book right now. Read. Expert Study Method, The Lovely Old Man. Ihr wollt unsere Courage steigern. Then The Lovely Man. Yes. Was immer Rune Factory 4 ist und warum was sich hypt, aber geil, Rune Factory 4 kommt raus im November, wir haben es rausgefunden. Ich hoffe, du fühlst dich nicht verarscht. You begin reading The Lovely Man. Every chapter begins, all men have the great spirit of masculinity within themselves. The spirit of true manhood transcends space and times. And all people of all cultures and genders feel its call. You feel more like a real man than ever before. Read your book as rain spatters against the window. Your courage has greatly increased. There's still some pages of The Lovely Man left. You decide to save them to read next time. Das Spiel ist schon seit 4 Jahren draußen. Ja, das kommt häufiger vor. So, wir haben Freitag. Heute müsste Yukiko wieder zurückkommen. Raisins are landing up. Today's shower day, so you have the day off from school. So, never mind. All you can do is wait for Yukiko's recovery. What should you do today? Wurde denn hier gemacht von anderen? Went straight home, ate at Aya. Hä? Into the TV. Stimmt, ich könnte in den TV gehen, ne? Oder ich könnte halt noch lesen weiter. Ich habe einen Daytime-Slot. Once you leave the house, you won't be able to return until evening. Oh. Nee, dann nicht. Dann reden wir heute weiter The Lovely Man. Wir lesen Lovely Man direkt komplett durch ein spannendes Buch. You decide to continue reading The Lovely Man. Every chapter begins. All men have the great spirit of masculinity within themselves. This spirit of true manhood transcends space and time. And oh, das ist doch wieder das gleiche, was wir gerade schon hatten. Courage greatly increased. Reliable courage. Jetzt können wir nachts auf den Friedhof gehen. In den Schrein gehen. You have finished reading The Lovely Man. The courage has significantly increased. Sehr schön. Also zumindest wenn wir uns rausschleichen dürfen. Okay, nehmen wir mal. Due to the weekend rainfall, clear skies seem unlikely in the area. Oh, kein Wetter, kein gutes Wetter. A thick fog is expected to set in tonight and remain until tomorrow morning. Ah, da kommt der Nebel. With concentration in the Inaba area. Anyone planning to go out tonight should take care. Aber now, theoretisch. For our hourly weather breakdown. Wir haben ja die gerettet, die in dem Nebel hätte umkommen sollen. Also sollte es kein Opfer geben im Nebel. More fog, huh? There's been a lot of that lately. Hopefully it's not a sign of more trouble. Hopefully. What did I say about changing the channel without asking? Well. Have
Have a great day, even during Golden Week, at your local Oh tutors. Nein. Come see for yourself and get in touch with our products. Every day's great at your Junex. Every day's great at your Junex. Dad, they're going to be open during Golden Week. Was ist denn Golden Week? Ist das eine Ferienzeit? I heard. Do you want to go somewhere during the long holiday? Ah, das sind wirklich Ferien. Okay, also wir haben nächste Woche frei. Wir haben nächste Woche Ferien. Das ist ja interessant. Danach haben wir aber Examen. We can go somewhere? How about it? Got any plans yet? Nope, no plans. I'm not interested. Let me think about it. Nope, no plans. Let's all go somewhere together. Okay, ich wollte aber in den Schrein Junes, gehen. Junes. Okay, es wird ja hoffentlich nur ein Tag sein, weil es in der gleichen Stadt ist. Wenn ich eine ganze Woche in Junes zu bringen. Sure you want to go to Junes? We can go there anytime. Come on, girl. Time for bed. It's late. Alright. Aww. Nanako tut mir ein bisschen leid. Die ist den ganzen Tag alleine immer hier. Every day's great at your Junes. Seems very excited about the family outing. Sollten wir uns wahrscheinlich nicht verpeilen, dass wir da Sachen gebrochen haben. Hoch da. Watch TV in your room and watch the Midnight Channel. Yes, please watch Midnight Channel. Anscheinend gibt es da was Neues. Wo kommt wieder der Nebel raus? Aber eigentlich sollte nichts drin sein. It's Midnight. Let's see. What fuck is that in? Okay. Da kommt wieder was. Weird. No one's appearing on the Midnight Channel. Since Yukiko has been rescued, it seems the killer was thwarted this time. Meanwhile at the Fox Shrouded Shopping District. Oh. Boys. Die haben ja ganz am Anfang irgendjemanden in so einem komischen Nebel. Yukiko ist zurück. Wup, wup. Am Samstag. Oh, good morning. Feeling better? Yeah, I'll be coming to school again, so that'll be nice. Ah, ist das schön, dass sich da freut. I caused everyone some real trouble. I'm sorry. Ach, nichts für den Kopf. Wir haben es geschafft. No, sorry isn't quite right. What I mean to say is, thank you. Ah, this step, das ist viel besser. Seems more cheerful than before. My mother's back to work already. The maids are being really supportive. And I think things are going even smoother than before. I wonder if I was trying too hard. Ja, das ist, funktioniert auch. Läuft. I may have been too caught up in the idea that I had to do everything myself. Kann sein. Manchmal denkt man, man kann das als Einziger am besten machen. Ne, Mutter-Xan? Ever since the incident, I feel like I can think about these things more calmly. Ja. War gut. But it's still kind of embarrassing. Ach, komm schon. Ich kann alles am besten. Ich wusste es doch. You guys saw everything, even the things I didn't want to admit. Ja, und jetzt kannst du offen mit uns umgehen. Aber in Rot sieht sie besser aus als in ihrem Kimono. Findest du? Passt besser zu ihren vom Kontrast her, ne? Der Kontrast ist höher zu den schwarzen Haaren. Don't worry about it. It's only one part of you. You've already changed. Everyone's like that. It's only one part of you. I'd like to believe that. Yukiko! Ah, sie hat schon sehr offene Augen. Hast schon recht. Sie sind sehr groß gemalt, sehr offen. Oh, it's TA. Vergleich zu den anderen. Well, I'll talk to you later. Mach das. Kannst mich später daten. She's come back as energetic as ever. It's a good thing you were able to save her. Morning. Was haben wir heute für einen Unterricht? Oh. Yukiko-san is back. That's good. I'm glad the only cutie in the class was able to return. Was? The only cutie in the class was able to return? Mr. Yamada.
Ich muss mit Ihnen ein ernstes Wörtchen reden. Das ist weder eine angebrachte noch eine wahre Äußerung. Es ist einfach nur gemein. Wouldn't you guys agree? Oops, I mean, all of you are cute. No, really. Ja, please don't tell your parent that I said that, will ya? I don't wanna get in trouble. Anyway, I have an interesting topic for you today. Close your books and take a look at the handout. Sounds like a good time to pick on this city boy, Ben Kuhn. What is the greatest canyon in the solar system? Boah. Das google ich jetzt mal. Greatest Canyon Solar System. Ich will mir wieder die richtige Antwort geben hier. Largest Canyon Solar System revealed in stunning new images. Walz Marine Eis, the single largest canyon solar system. Ah, Marineris. Der komische auf dem Mars, aber ich weiß nicht, wie der heißt, deswegen. Walz Marineris. Grand Canyon war der offensichtliche Antwort auf der Erde, aber das wäre, ja. Walz Marineris. Wow, you really are from the city. Well, I guess that doesn't have anything to do with it. Hahaha. The Walz Marineris on Mars is 10 times larger than the Grand Canyon. Ganz weit sind auf der Erde. Ich hab, wusste nur, dass der Grand Canyon auf der Erde ist. Mars also hosts Olympus Mont, the largest mountain in this solar system. Both the highest mountain and the greatest canyon are on Mars. Isn't that useful information? Since you got me started on canyons, I'm gonna cover some material on their characteristics. You gave the correct answer. Your knowledge has increased. Woohoo! Dass das Knowledge nur hochgeht, wenn du die richtige Antwort gibst, sprichst du vorher schon weißt, finde ich irgendwie Quatsch. Sorry to keep you waiting. The soap was yours, right, Chie? Thanks! Oh, that smells so good! These instant noodles are just the thing to help me through club! How much longer do I have to wait on this? It still needs a few minutes. Die Instant-Rahmennudeln im Riesenpack. So why are we here? Oh yeah! We were gonna ask Yukiko what happened. Yep. Yukiko-san, I hate to bring up stuff you'd rather not think about, but I need to ask you again. Did you recall anything about when you got kidnapped? No. Das ist nicht so viel. I thought I might remember something if I let it sit for a while, but as time passes, it only gets hazier. Das ist nicht hilfreich. I think the doorbell rang at the entrance. And someone called for me. Chi denkt mit ihrem Magen. Ach, Chi denkt nicht mit ihrem Magen. Chi denkt gar nicht. Chi reagiert nur. Okay, ja, am Tür geklingelt. But when I woke up after that, I was already in the castle. I'm sorry. Das no need to apologize. But does this mean her visitor is the culprit? I don't know. Da hat bestimmt jemanden gesehen. If it's true, then that's one daring criminal. What kind of killer would ring the doorbell? Jemanden, der nicht erwartet wird. The police are probably looking for witnesses, but I don't think we can expect much from them. Irgendwie sind die ganzen Nasen so kantig. Ich merke das doch in jedem Anime so. Looking for witnesses, but I don't think we can expect much from them. As if the culprit wore bright yellow clothes at the scene of the crime. Könnte er, wenn alle ihn sehen und keiner sich denkt, dass er das der Täter ist, dann scheißegal, was er anhat. I wonder why whoever it is would do stuff like this. We won't know until we confront him ourselves. But we can be sure of one thing. It's no coincidence that people keep ending up in that place. Someone on our side is definitely kidnapping them and throwing them into the TV. Wahrscheinlich. Oder irgendwie was anderes passiert. It's murder, all right. A murder? Oh yeah, we never told you. This guy and me are gonna catch the culprit ourselves. The police are out of their league on this case, but we got personas. Could you lend us a hand? Ich würde sie gerne dabei haben. Huh? I'm helping out too. Jawohl, Chie, dich würde ich auch dabei haben, auf jeden Fall. I can't believe someone would throw people into a place like that. I'm gonna sock whoever's doing this. Also bei Chie finde ich die Nase gar nicht so spitz gemalt. Aber es ist halt ein Zeichenstil, ein gewisser. Gesichter sehen alle so ein bisschen so aus jetzt, ja. Oder meinst du in 3D-Modellen?
too. You! I want to know why this is happening. Especially if someone hates me so much they want to kill me. I don't want to run away from myself anymore. All right. Then let's all work together and catch this asshole. Sag mal, John, ich habe mal eine Frage. Kann ich eigentlich die Personas von meinem Verbündeten auch irgendwann bekommen? Oder sind das welche, die einzigartig für die sind? Dass ich die nicht bekommen kann als meine eigenen? Agreed. Yukiko joined the group. She'll definitely be a strong asset in solving the case. Bam, 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 bam. Rank up! Investigation Team! Ah, so kriege ich den Full Rank up. Investigation Team Social Link has reached level 2. Your power to create personas of full arcana has grown. But how are we gonna find them? We don't have a single lead yet. I'm the third one to be targeted so far, but I have a feeling this isn't the end of it. If we had an idea of who might be targeted next, wouldn't we have an advantage over the killer? Ja, aber wie sollen wir rausfinden, wer sich gerade in einer extrem kritischen Situation befindet? So we'll outsmart them, huh? Yeah, that might work. Ich kann ihn nicht haben. Ich bin besonders, weil ich mehrere haben kann. Aber ich kann ihre Person das dann nicht kriegen. Okay. Ergibt Sinn. Okay. So let's see if we can figure out what ties the victims together. First, there was that announcer, Mayumi Yamano. Second was Saki Konishi, senpai. Third was Yukiko Amagi. Oder war das ein Nein auf, die sind nicht einzigartig, das ist nicht ganz klar. Aber ich vermute mal, du meinst nein, ich kann die nicht haben. What do they all have in common? Die sind alle Frauen. They all live in Inaba, they're all female. Bingo. How dare he target females? Now that's unforgivable. The culprit's gotta be some kind of pervert. Also, what about this? The second and third victims had some sort of connection to the first one. Second and third? Wie sah denn... Ach so, weil in der Amagi Inn die Frau war. Also noch mehr Frauen geben, die in irgendeiner Konstellation mit der stehen. Hey, that's right! Yukiko and Saki-senpai both had connections to that announcer! That's true. Then... Does that mean females connected in some way to Miss Yamano's case are being targeted? I think that's a safe assumption for now. There's another angle we can take too. If another person disappears... You think they'd be on that Midnight Channel? Wahrscheinlich, ja. That happened right before Yukiko was kidnapped too! Yep. Yeah, it's hard to tell who at first, but what's important is, it's happened before the victims disappeared. Am Ende ist es irgendeine Dame, die eifersüchtig ist, oder es ist Teddy, weil er eine Freundin haben will. Ja, meine Theorie ist immer noch, Teddy hat auch einen bösen Zwilling. Und der läuft rum und wirft Leute da rein, weil er sich alleine fühlt. Das ist eine böse Seite sozusagen, die er sich nicht stellt, weil er Angst davor hat. Weil er hat ja Angst vor Schatten. Das hat er schon gesagt, dass er sich mit den Schatten nicht anlegt und sich dann verkriecht. Kinda like a ransom note. We still don't know why that happens, but we'll have to rely on it for now. The next time it rains. Und vielleicht ist es irgendwie, Teddy ist vielleicht ihr hier von der Announcer-Dame des Kuscheltier oder sowas. Seems the Midnight Club Channel is your only means of predicting who will be kidnapped next. You must remember to watch it on the next rainy night. By the way, aren't those done by now? Essen! Wow, that's right! Chow time! Could I try just a little bit of that? Just one tiny bite? Theorie von mir ist besser, aber falsch. Nicht spoilern, John. Nur weil ich Theorien äußere, sollst du mir nicht sagen, ob die richtig oder falsch sind. Das will ich mich selber noch überraschen lassen. Für den Fall, dass es richtig liege, ne? Vor allen Dingen. Go get your own if you want some. Okay. Just one bite. Got it? The delicious aroma from the udon bowl is drifting your way. Do you want to try some?
Dryabite. Ich habe gerade 3 Stab gratis bekommen, weil ich einen. So good. The aroma, the flavor and the texture all combined. This is perfect. Weil ich den Bürgerkrieg ausgelöst habe und den Pretender durchkommen lassen habe, jetzt habe ich auf. Ich auf einen 646 Herrscher. Du spielst wahrscheinlich wie Europa Universalis, oder? It's too delicious to stop eating. Wir fuhren ja ihnen alles weg, den Mädels. Ah, what the hell are you doing? You ate everything! My fried tofu. I hope you guys understand what this means. Wait, stop, I'm sorry. I'll buy you steak. It'll be on me. You hear me? The very best. Steak? My tofu. In Japan ist Steak ja wirklich auch teuer, ne? Hier ist unten durch, sie ist Tofu, aber frittierten Tofu ist sie. Frittierten Tofu. Come on, Yukiko! There's steak in it for us now! Wie happy und energiegeladen sie ist, wie motiviert sie ist. We can eat instant noodles anytime we want, right? Well, as long as it isn't too fatty. Ja, sie achtet immer noch hart auf ihre Figur, holy shit. Okay, we've reached the verdict. You are hereby sentenced to buying a steak. Steak in China? Nee, in Japan. Es spielt in Japan, es spielt nicht in China. What wouldn't be too fatty? Filet? Ooh, filet sounds nice and expensive. Filet mignon. 50 Yuan für eins? Ich hab keine Ahnung, was Yuan sind. Hey, you've got a pony up too. You're just as much to blame. Wow. Okay. Gehen wir jetzt noch was essen alle zusammen, ja? Man, talk about great timing. We just started serving grilled steak today. We're doing our part to spread this town's specialty dish. Plus, we've already got an excellent grill. Sind zwar nur 9 Euro, aber wir haben auch entsprechend viel Einkommen hier. Ja, das stimmt. That's just a yakisoba griddle. Oh well, steak is steak. It's far from a filet steak, though. Yukiko, are you okay with this? It's not too heavy for you? I'll eat it. I'm still mad. Okay, wenn das ihr Sauersein ist, die ist einfach nur ruhig, bin ich damit vollkommen okay, wenn das sauer ist. So back on topic. I wonder what kind of person the culprit is. If you focus just on the announcer's case, it seems like a revenge thing. Maybe it was her lover's wife. Dann ist wieder eine Frau. But Misuzu Hiragi had a solid alibi, didn't she? And it seemed like she was already separated from her husband. Really? You know an awful lot about this. Ja, sie interessiert sich dafür. Okay, what about the second case? Saki-senpai. She found the announcer's body. Aber warum sollte man sie umbringen, nachdem sie schon alles der Polizei gesagt hat? Assuming the same person killed them both, then why target Senpai? It was a coincidence. It was to shut up, it's Quatsch. They knew each other. Wait, you're saying Senpai and that Yamano lady knew each other? Senpai never told me anything like that. Maybe it was to keep her quiet? She could have noticed something that the culprit left at the scene. But the killer just threw the announcer into a TV, right? I don't think he would have left evidence the police, much less a high school student, would catch. Yeah, exactly. Okay, aber ich wollte Bullshit erzählt. Man, I thought the countryside would be a snooze. But it's proving to be a lot more exciting than I thought. Oh, they updated the menu. Woo! Updated menu! Huh? Isn't he that detective? Hey, you were at Dojima-san's. Yup. I'm not. Oh, wait. Hey, this is great timing after all. Dojima-san said that he'll be leaving work on schedule tonight. Could you pass that on to Nanako-chan? Was ist denn das? Yo, I'm Adachi, Dojima-san's gopher. I mean, his partner.
Are you this busy every day? Huh? Oh, well, the public seems to be getting a charge out of these cases, but we can't leave it at that. Sorry to butt in, but could it be that the killer targeted Saki-senpai in order to silence her? Sure get to the heart of the matter. Yikes! Stimmt, er hat vorhin die ganze Zeit geredet, ne? Der hat irgendwie vor sich hingeblubbert, wo wir ihn gar nicht gefragt haben. Vielleicht erzählt er uns jetzt was. Oder wenn er jetzt besonders verschwiegen ist, dann macht ihn verdächtig, finde ich. Of course, we're also thinking along those lines. She was killed right after the announcer's body was found. If the killer was trying to silence her, there might have been something at the scene only she would have understood. Which would mean that the culprit may be someone close to Miss Konishi. Nothing like that points to Misuzu Hiragi, so... Oh, I might have stumbled across something here. Wait, are you listening to all that? Crap, yep. Me and my big mouth. Moment. Es geht doch darum, dass irgendwas, was Saki-senpai was gefunden hat, was nur sie verstehen konnte. Don't tell anyone I said any of that, or Dojima-san will flay me alive. Relax, kids. The police are on the job. See ya. You were right, Yosuke. The police are totally useless. Ah! My steak's getting cold! Yeah, that is it, the mark. Could you shut up about the steak for 5 seconds? We waited for the two to finish eating, then decided to go into the TV world. Oh, wir gehen heute nochmal in die TV world. Um dort Dinge rauszufinden. Oder einfach nur zum Trainieren und Schatten zu bekämpfen. For funds. Und Levels. Sie hat, wow, sie hat noch keine Brille. This really is inside the TV. Yukiko hat noch keine Brille. It's Teddy. Then it wasn't a dream. Hallo Teddy. Are you feeling better, Yuki-chan? I did what you said. I've been a good bear. Oh, und was hat, hat sie gesagt? Oh, I see. Good boy. Well, this bear's part of the reason we want to find the culprit. I'm one of the group now, too. Let's work together, okay? Yep, I was thinking the same thing. That's why I got these ready for you, Yuki-chan. Yuki-chan mit Brille! Oh, so these are what everyone's wearing. Thank you, Teddy. Sie hat irgendwie viel buntere und aufwendigere Gläser bekommen. You're right. It's just as if the fog doesn't exist. Hey, tell me something. How come you have so many pairs of glasses? Excellent question. Guess what? I'm the one who makes them. I've lived here for a long time, so I came up with some ways to be comfortable here. I see. But don't you need a pair? Stimmt, er hat keine. Ooh, good point. Another great question. Listen to this. My eyes themselves are lenses. Er hat in seine Augen Glas einoperiert, damit er besser sehen kann. What the fuck? Weil er muss es ja entwickelt haben, weil er nichts gesehen hat. Wie man das, also entwickelt haben, wie man das Glas, welches Glas man braucht, wie man das machen muss. Und erst dann hat er es in seine Augen gemacht? You didn't know? Of course not. Why are you being so mean? You act like you're not interested. I'm a really dexterous bear. See how smoothly my fingers move? Teddy wieder mit Glasaugen. Ja, schon klar, aber wenn er die macht, gehe ich davon aus, er hat sie auch entwickelt, die Gläser für diese Welt. Und das, diese Motivation hat er nur, wenn er vorher nichts gesehen hat. Das heißt, er muss seine Augen selber verbessert haben. Teddy's delicate movie's fingertips. What am I even looking at? Ow! Oh wow, das ist gemein. Hm? You dropped something. Weiteres paar Gläser. Oh, that's a pair I kind of screwed up on. Ooh. Oh, die probiert die jetzt auf. Oh man, jetzt hat sie eine Nase, so eine Fake Nase mit Fake Bart. Yukiko? How do I look? What the fuck? It doesn't fit you. Looks natural on you.
Awesome! Do you like that one, Yuki-chan? I want to wear this one. It's even got a nose guard. Oh, no you don't! How very unfortunate. That pair doesn't have the right lenses in. Guess I should have made an actual pair. Aw, too bad. Here, Chie, your turn. Man. All right, fine. Ach komm schon, das ist ein Spaß, Chie. Zier dich nicht so. How'd it come to this? Wie das auf dir aussieht. Ah, nice. Yukiko-san? Hello? There goes one of Yukiko's laughing fits. I never thought she'd do it when someone besides me was around. These stupid glasses are useless for investigating. I mean, what the hell's this nose for anyway? Nice work, huh? That's what happens when you guys leave me here alone and I get bored. I get bored. Well, I'm glad that she's in high spirits again, I guess. Oh, Chie, the look on your face. It was so funny. I can't stop laughing. Oh, my stomach. Hat sich totgelacht, die Frau. You decided to go back for today. Okay, also wir machen doch nichts mehr in dem TV. Okay. The fourth and the fifth. Ah? I think I might be able to get the fourth and the fifth off. Really? Junis! Really? Junis! What, you don't believe me? It's always cancelled. Not every year. I know you wanted to go to Junis, but I wouldn't mind going a little further out of the neighborhood. Really? Can we go on a trip? Well, it might be okay to go on a trip once in a while. I'm sure it'll be crowded everywhere, though. Yay! We're going on a trip! Da ich schon ein paar Memes dazu gelesen habe, wie er sich verhält wohl in dem ganzen Spiel. Ich fürchte Dinge. All right. Then we need to think of some place to go. How about you? You want to come along with us? Ach, warum nicht? Klar, gehen wir mit. Yeah, let's all go together. Looks like Nanako wants us all to go. We'll be going on an outing with the Dojimas during the long holiday. Let's bring boxed lunches. Yeah, good idea. We're always eating side dishes for dinner. But I can't cook, and Nanako's not good enough yet to make them by herself. Das muss ich helfen. Well, ich muss eigentlich das Essen machen. That's what we got this guy for, huh, Nanako? Wow. Yay! Boxed lunches! Muss ich uns also Brotboxen machen? Nanako is pleased. You've been selected to pack the family boxed lunches. Das muss ich wahrscheinlich auch noch vorher vorbereiten in dem Tag, also am 3. spätestens. Ja, wow. Hab mit dir all Spaß. So, Leute, aber ich merk's langsam, dass ich müde werde. Weil ich bin eventuell heute früh irgendwie um 5 aufgestanden, hab dann noch eine halbe Stunde Mittagsschlaf gemacht, aber das reicht halt nicht. Deswegen würde ich mich langsam verabschieden wollen.